Hallo zusammen, ich sitze heute hier mit Dennis Schröder von Raspberry Pi Cloud und wir wollen uns über unsere neuen Cloud-Tarife unterhalten. Na endlich! Endlich sind sie da. Ich habe ja gehört, im dedizierten Bereich laufen sie auch schon ziemlich gut und jetzt sind sie in der Cloud da. Erzähl mal mehr, was erwartet mich? Genau, also unsere neuen Cloud-Arm-Tarife sind jetzt verfügbar. Die basieren auf unseren Dedicated-Servern, die wir auch dort anbieten. Das heißt also, wir haben dort die gleiche technische Basis, wie sie auch im Dedicated-Bereich ist. Mhm. Der Hauptvorteil natürlich bei einer ARM-Cloud ist, dass ich einfach viel kleinere Einstiegshürden halt habe. Also du hast die Preise gesehen, wir bieten Top-Leistungen zu super Konditionen. Das heißt also, der Kunde bekommt bei ARM einfach halt mehr für seinen Geldbeutel. Muss ich denn als Kunde mich irgendwie großartig jetzt umstellen irgendwie mit der ARM-Architektur oder habe ich einfach Cloud, einloggen, los geht's wie immer? Im Prinzip eigentlich schon. Also ne, es sind alle Standard-Images von Betriebssystem verfügbar, auch unsere One-Click-Apps sind auch alle verfügbar auf der ARM-Plattform. Im Prinzip ist eigentlich alles wie gehabt. Also wenn jemand eine bestehende, zum Beispiel einfach Webseite hat, einfach wieder dieselben Pakete installieren, Seite umziehen, glücklich sein. Und selbe Thema wie überall, skalierbar, ich kann hochgehen, ich kann runtergehen mit der ARM-Architektur, ich kann meine Applikation ganz normal betreiben, wenn sie natürlich die ARM-Architektur unterstützt. Aber da habe ich schon gehört gehabt, ihr habt ISO-Files und Installations-Images auch für ARM schon komplett alles da, also ich kann jetzt einsteigen und loslegen. Also, ne, also unsere ganzen Linux-Distributionen, die sind eigentlich alle auch für mehrere Architekturen, nicht nur für ARM verfügbar, aber ARM ist halt eines der Ökosysteme, die auch gerade dank Raspberry Pi ist ein Top-Beispiel. Smartphones alle auch mittlerweile ARM64. Da ist einfach genügend Entwickler dahinter, dass eben halt eigentlich fast jede Standardsoftware halt auch auf ARM verfügbar ist. Also ich werde es auf jeden Fall schnell ausprobieren. Definitiv ist es ein Thema, was absolut hyped und was immer weiter fortgeht. Und ich bin echt heilfroh, dass ihr wirklich damit als mit einer der ersten vorprescht, das Thema wirklich beim Kunden und so einfach auch noch zu platzieren. Das war es uns wichtig halt auch, weil gerade bei einem Dedicated Server haben wir doch eine höhere Einstiegshürde, weil wir haben ja einen höheren monatlichen Preis, der da ist. Und durch die Cloud, ja, ich habe eine stundenbasierte Abrechnung, ich kann es einfach mal ausprobieren, passt das für mich? Ja. Und das ist eigentlich halt auch, wo wir denken, dass mehr Leute halt auch für die ARM-Plattform bringt. Weil sie ist ja auch letzten Endes auch ein bisschen nachhaltiger. Ne? Also wir haben wesentlich geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu AMD oder Intel-Systemen. Ja. Und diese Kostenersparnis, weil wir die Systeme günstiger betreiben können, die geben wir auch an den Kunden weiter. Das heißt also, man sieht es ja auch an den Tarifen, die wir anbieten können. Also ich als Consumer kann wirklich sagen, ich spare mir wirklich was an meinem Geldbeutel und gleichzeitig kann ich sagen, irgendwie auf irgendeiner Basis habe ich was für die Nachhaltigkeit getan, halt eben so ein bisschen Green IT, Sustainability ist halt eben bei dem Thema absolut immer mit dabei. Ja, also ich glaube, über den Geldbeutel lässt sich das am einfachsten halt regeln, weil ich meine, jeder spart ein bisschen Geld und wenn wir dann nebenbei auch dann unseren ökologischen Footprint ein bisschen reduzieren können, warum auch nicht, ja? Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke mal, ich werde das Thema definitiv mir stark annehmen und auch natürlich meinen Zuschauern einfach mal präsentieren und zeigen, was man damit Tolles machen kann. Und ich bin gespannt, was da noch alles von euch kommen wird in Zukunft. Ich bin auch. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns.